Ausstellung Magical Soup kreist um die Macht und Magie, mit der Bilder, Sound, Musik und Sprache Wirklichkeit erzeugen, aber auch dazu verhelfen, verborgene Wirklichkeiten zutage zu bringen oder sich normierenden Wirklichkeiten zu entziehen. Dein Sienplan, die Glorbeine. Die Meikunkai. Die insgesamt 49 Werke stammen zum Großteil aus den umfassenden Video- und Medienkunstbeständen der Sammlung der Nationalgalerie und der Friedrich-Christian-Flick-Collection im Hamburger Bahnhof. Es gibt aber auch ergänzende Leihgaben. Und damit wird hier eigentlich eine Geschichte von den 70er Jahren bis zur Gegenwart, vor allen Dingen in Medienkunstwerken, aber auch Papierarbeiten und Installationen erzählt und dem Verhältnis zwischen Bild, Sound, Sprache und Musik. Anders als der Titel Magical Soup vielleicht suggeriert, haben die Werke nichts mit Mystik oder Fantasy-Literatur zu tun. Der Titel geht unter anderem vielmehr auf ein Essay des deutschen Kunstkritikers Franz Roh von 1925 zurück. Und der beschrieb die Malerei der neuen Sachlichkeit als magischen Realismus. Denn in diesen Gemälden würde die Wirklichkeit in realistischen Bildern abgebildet werden, in denen andere Ebenen der Wirklichkeit sichtbar werden. Und vor allen Dingen sah Roh in den Werken des magischen Realismus in den 20er Jahren eine Kunst, die nach den abstrakten Werken des Expressionismus jetzt endlich wieder politisch wurde. Und das vereint die Werke in dieser Ausstellung, dass Wirklichkeiten hinter der vermeintlich gegebenen Wirklichkeit zutage kommen. Got to let it be. Just let it be. Ausstellungen wie Magical Soup entwickelt man natürlich auch, um die Sammlung restauratorisch aufzuarbeiten. Das ist ein ganz, ganz zentrales Element. Und Sammeln, Bewahren, wissenschaftliche Aufarbeitung und das Ausstellen als Kernkompetenzen des Museums gehen hier tatsächlich Hand in Hand. Und so werden oft erst durch den Aufbau eines Werkes für eine Ausstellung die Besonderheiten und aber auch die Anforderungen vollumfänglich deutlich. Und da arbeiten KuratorInnen, RestauratorInnen und Künstler Hand in Hand. Und das ist sehr interessant, weil erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Museen überhaupt angefangen haben, im größeren Stile tatsächlich Medienkunst zu sammeln. Und damit ist aber die Nationalgalerie mit einem Aufbau der Sammlung ab 81 sehr früh dabei. Und so beginnt der Parcours durch die Ausstellung Magical Soup tatsächlich mit zwei Werken auf sogenannten analogen Medien, einer Dia-Projektion von Stan Douglas aus dem Jahr 1982-83 und einer 35mm Filmprojektion von Cyprien Gaillard von 2011. Für beide Werke gibt es mittlerweile digitale Master, aber beide Künstler haben ganz bewusst analoge Präsentationsmedien gewählt. Und in der Projektion des afrokanadischen Künstlers Stan Douglas mit 3D-Karussells laufen die Bilder gerade so schnell, dass im Gegensatz zur filmischen Illusion hier die bewegungsillusionserzeugenden Einzelbilder erkennbar bleiben. Stan Douglas verdeutlicht mit dieser Gegenüberstellung Zuschreibungen, übernommene Eigenzuschreibungen und Vorurteile im Zusammenhang mit vermeintlicher weißer Hochkultur und schwarzer Subkultur. Cyprien Gaillard ist 2011, also im letzten Jahr der US-geführten Besatzung, in den Irak gefahren. Und dort hat er mit einer Handykamera seine von einer internationalen Schutztruppe begleitete Reise zu den archäologischen Ausgrabungsstätten von Babylon dokumentiert. Die Bilder zeigen Monumente und die von Saddam bis zum Ausbruch des Irakkriegs unternommenen Rekonstruktionen der Anlage, der Tempelanlage sowie eigenen Palastbauten. Zudem hat Cyprien Gaillard im Berliner Pergamonmuseum das Ishtar-Tor aufgenommen, das vor etwa 100 Jahren von deutschen Archäologen in Einzelteilen von Babylon nach Berlin gebracht und hier rekonstruiert wurde. Anschließend hat Gaillard dann die digitalen Handyfiles auf 35mm Film umkopiert und dieser Analogfilm wird im Ausstellungsraum auf einem imposanten Projektor mit Lupe und vergrößerten Lampenhaus vorgeführt.
Der Film muss eben regelmäßig ersetzt werden und diese Zerbrechlichkeit des analogen Filmmaterials, das sich im Laufe der Ausstellungsdauer abnutzt und ausfranst, ahmt im Grunde genommen die zyklisch endlose Natur der Wachstums- und Niedergangsperioden von Zivilisationen nach. Und damit verwebt Cipriano ja verschiedene politische und historische Bedeutungsebenen mit dem Medium. Magical Soup ist auch eine Einladung dazu, eine Untersuchung der Zeit als medienabhängiges, also immer wieder unterschiedliches Sprachspiel zu betrachten. Und die Ausstellung plädiert damit für ein Zulassen von Ereignissen, die immer wieder die eigene Sichtweise herausfordern, und für das Zulassen von einer Diversität von Perspektiven.